Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Herzlich willkommen, Erik Meyerhoff. Du bist schon ein wirklich, wenn ich dich vorstellen wollen würde, würde es mir schwerfallen, einfach nur zu erwähnen, dass du jetzt zu den Verantwortlichen von Sparkassenpayment gehörst. Da kannst du dich gleich nochmal selber vorstellen. Ich kenne dich schon viele Jahre. Zu der Hochzeit von Rakuten haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Also als Rakuten sozusagen noch die Nummer war, auch im E-Commerce, die es auch hätte schaffen können, meiner Meinung nach. Dann gewechselt zu Idealo. Auch da Gas gegeben. Idealo steht heute auch ganz anders da, als es denn noch vor ein paar Jahren dagestanden hat, und heute in deiner Rolle als Verantwortlicher von Sparkassen Payment. Herzlich willkommen, Erik, und stell dich doch nochmal kurz vor. Was machst du gerade? Was ist deine aktuelle Rolle? Hallo Dietmar, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Und tatsächlich, ich muss da selber mal so ein bisschen schmunzeln, den Verlauf, den irgendwie mein Leben genommen hat. Wenn mir mal jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, du Erik, du wirst mal für die Sparkassen das ganze Thema Payment managen, da hätte ich wahrscheinlich laut gelacht, hätte ich gesagt, ich für die Sparkassen? Nie im Leben. Ich bin doch hier im E-Commerce, und das ist meine Heimat. Da sieht man schon so ein bisschen, dass das Leben hat manchmal eine tolle Überraschung für einen parat. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt, nach dem, was du aufgezählt hattest, noch ein Jahr lang in der Beratung war und noch bei Volkswagen noch so ein bisschen mich verwirklicht hatte, dafür gesorgt habe, dass jetzt die ganzen IDs, die ganzen Elektrofahrzeuge auch an den Kunden kommen. Aber genau, bei der Sparkasse, für die Sparkassen machen wir jetzt bei der S-Payment alle Themen, die mit dem rund um das Thema Payment für die Sparkassenkunden, sowohl Firmenkunden als auch Privatkunden zu tun haben. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass die roundabout 50 Millionen Karten an die Endkunden kommen, dass die Karten funktionieren. Und also Girokarten, Kreditkarten und das Ganze natürlich auch im Digitalbereich. Wir sind verantwortlich für das ganze Thema mobiles Bezahlen auf Android-Geräten. Wir managen die Relations zu Apple Pay. Wir kümmern uns darum, wenn es neue Zahlverfahren im Markt gibt, in Sparkassen beteiligen, sowas wie Giropay beispielsweise. Auch dort sind wir beteiligt. Bis hin, last but not least, wir haben das Share an der PayOne, einem der größten Acquirer hier in Deutschland, was wir einen Joint Venture mit der Worldline haben. Auch das managen wir für die Sparkassen, sodass wir auch auf der Akzeptanz, auf der PSP-Seite sehr aktiv sind. Also ein ziemlich breiter Strauß. Nebenher kümmern wir uns noch um Kreditkarten, dass die Visa Mastercards der Sparkassenkunden funktionieren etc. pp. Also kann ich noch ewig weitererzählen. Alles, was mit Payment zu tun hat, der Sparkassen, sind wir irgendwie involviert. Das heißt, wie groß ist der Marktanteil der Sparkasse tatsächlich? Kann man das sagen, so im Privatkundenbereich und im Firmenbereich? Hast du so ungefähr Zahlen im Kopf? Ja, genau, das ist so ungefähr gleich Firmen wie Privatkundenbereich. Wir haben einen ungefähren Marktanteil von 50%. Das heißt, also auch das alles offiziell kann man auch nachlesen im Endkundenbereich. Es gibt so im Markt ungefähr 100 Millionen Girokarten, ein bisschen weniger Girokonten. Wir haben ungefähr knapp 50% des Marktanteiles hier, wenn es um die Konten und die Karten geht. Auf der Firmenkundenseite ist es die Besonderheit, dass wir uns natürlich aufgrund der Historie der Sparkassen sehr lokal, regional fokussiert, uns primär um die KMUs bis zum Mittelstand kümmern. Bei den ganzen internationalen Großkonzernen ist es klassischerweise, sind es eher die Deutsche Bank oder die Commerzbank, die da aktiv sind, oder die Landesbanken wie Helaba, LBBW, die allerdings wiederum auch zur Sparkassenfinanzgruppe gehören. Da sind wir nicht ganz untätig, aber nicht das rote S ist da. Also von daher, aber auch gerade im KMU-Bereich sind wir extrem erfolgreich unterwegs. Ja, lass uns jetzt mal sprechen. Du warst ja auch Mitautor des Buches Digitale Revolution und hast da einen netten Artikel geschrieben, wo wir kaufen, bestimmt, wie wir bezahlen. Magst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen mit deinen eigenen Worten, was du damit meinst, so in Bezug, das ging ja so ein bisschen Kreditkarte, PayPal, was, wie, wo bezahlen wir in Zukunft mal? Genau, also eine tolle Initiative. Wer das Buch noch nicht hat, unbedingt kaufen. Hier Kaufempfehlung nochmal, nicht wegen meines Artikels, aber das ist wirklich eine tolle Bandbreite an digitalen, an Commerce-Themen. Deswegen glaube ich, macht es das auch wirklich als gutes, guten Ratgeber, gute Inspirationsquelle für viele Lebenslagen. Worauf wollte ich hinaus oder wo kam ich her? Ich hatte auch in E-Commerce-Zeiten sowohl bei Rakuten als auch bei Idealo sehr, sehr viel aus Händler- oder aus Plattformensicht, Aggregationssicht.
sehr viel mit Payment zu tun. Und die Frage war immer, was machen wir als nächstes, was brauchen wir, was brauchen unsere Kunden? Und sowohl als Rakuten, auch als Idealo, haben wir natürlich den ganzen Markt angesprochen. Wir haben die KMUs vertreten auf der Händlerseite, wir haben aber auch alle Verticals von Consumer Electronics bis DIY etc. pp. Und dadurch auch die entsprechenden Zielgruppen adressiert. Und da haben wir festgestellt, dass Payment ein unheimlich wichtiger Conversion-Treiber ist. Und haben natürlich dadurch ein großes Interesse gehabt, Mensch, was können wir denn da noch mehr machen und wie müssen wir uns für die Zukunft aufstellen? Und da habe ich damals schon festgestellt, es ist unheimlich schwierig, es vorherzusagen, wie man zukünftig bezahlen wird. Und die meisten Branchenstatistiken, Branchenexperten, die auch regelmäßig irgendwelche Reports und Übersichten publizieren, haben meistens nur linear hochgerechnet. E-Commerce wächst 20%, heute haben wir, keine Ahnung, Anteil Kreditkarten 10%. E-Commerce entwickelt sich weiter, Kreditkarten entwickeln sich weiter, Kreditkarten kommen aus dem US-amerikanischen oder UK-Markt, da ist Riesenanteil an Kreditkarten, also muss sich das in Deutschland auch so quasi etablieren. Und das hat einfach nicht hingehauen. Und deswegen bin ich mittlerweile zu der Einsicht gekommen, und da ist Amazon ein tolles Beispiel. Einfach dem Kunden ist es am Ende des Tages egal, wie er bezahlt. So hart sich das immer anhört, er setzt viel mehr auf Convenience, auf Trust, Service und solche Sachen. Das ist für ihn wichtig. Und das hat Amazon ja mit seinem patentierten oder bis vor kurzem noch patentierten One-Click-Checkout, glaube ich, ziemlich perfektioniert, dass der Kunde in Deutschland beispielsweise, wie man immer wieder hört, primär die Lastschrift nutzt. Lastschrift ist ein sehr deutsches Bezahlmittel. Und weniger die Kreditkarten. In anderen Ländern aber benutzt er die Kreditkarte für diesen One-Click-Checkout im gleichen Amazon-Checkout. Das heißt, auch dort wieder ist es dem Kunden eigentlich relativ egal. Der Händler gibt es vor. Der Händler bietet beispielsweise den Trust an, den Service an und die Convenience sehr leicht, sehr einfach zu bezahlen mit einem Klick. Und dann folgt dem der Kunde. Und ich glaube, da gibt es noch, ich habe noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, auch noch ein bisschen mehr Vergleiche, auch wie verhalten sich Wallets in Gänze oder Karten versus Kontenbasierte, sowas, Lastschrift, Rechnung etc. pp. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, und diesen Punkt möchte ich unbedingt machen, ist dieses wirklich, wenn der Händler oder die Händler, große wie Amazon und Co., die dann den Markt dominieren, die haben wirklich die Chance zu sagen, zu bestimmen, wie der Kunde bezahlt. Da kann sich eine PayPal, eine Visa, eine Mastercard tausendmal drehen. Der Händler am Ende des Tages hat er das Kundenfrontend und wird es dadurch bestimmen. Aber du hast auch ein Zitat gebracht von Henry Ford, das mag ich übrigens auch sehr gerne. Ne? Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie lieber, was sie wollen, wenn wir es verbessern, hätten sie gesagt, irgendwie so schnellere Pferde. Ne? Und was hat er gebaut? Autos, und hat sozusagen damit ja sozusagen wirklich eine neue Innovation und Revolution eingeläutet. Und du hast gerade ein wunderbares Beispiel mit Amazon gebracht. Was wollen die Leute? Den Leuten ist es egal, aber was wollen sie? Sie wollen es auf jeden Fall einfach haben. Und einfach heißt im Endeffekt, wenn ich mir heute Standardbanken anschaue, und da bin ich jetzt nicht nur bei der Sparkasse, da bin ich auch bei allen Bankensystemen, dann ist einfach nicht das, was ich da direkt mit verbinden würde. Einfach wäre eher ein Amazon Pay oder wäre ein PayPal, weil ich mich da einmal identifiziere, nicht immer nochmal in meiner App nochmal dreimal bestätigen muss, dass ich das auch wirklich bin. Und ich weiß, das ist sicherlich nicht alles von euch erfunden worden, sondern es sind ja auch strenge gesetzliche Vorgaben, denen ihr hier Folge leisten müsst, ne, als Bank sozusagen zu identifizieren, wie man das alles machen muss, aber das ist doch enorm komplex und kompliziert für den Anwender. Habt ihr euch da schon mal überlegt, wie ihr da rauskommen könnt aus dieser Falle? Also, dass es komplizierter ist, über eine Sparkasse zu gehen, anstatt jetzt, naja, wenn ich Apple Pay mache, hängt dahinter auch eine Sparkassenkarte, aber Apple Pay verdient, ne? Oder wenn ich das bei Amazon mache und Lastschrift, dann zieht das auch von meinem Sparkassenkonto ein. Aber ich habe den ganzen Hassel nicht, weil für mich Payment einfach egal geworden ist, ne? Ich weiß, ich habe das Geld auf deinem Konto und ich bezahle. Genau, also im Detail würde ich dir widersprechen, oder muss ich dir widersprechen, weil da hat sich sehr viel getan. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit PayPal bezahlt hast, aber ich bezahle natürlich nicht so oft, berufsbedingt nicht so oft mit PayPal. Mittlerweile durch die PSD2, durch die regulatorischen Vorgaben und die auch wesentlich stärker eingehalten werden, jetzt nicht nur bei den Banken, sondern auch bei allen Akteuren am Markt, wirst du sehr häufig mittlerweile aufgefordert, nochmal das Device, mit dem du jetzt einkaufst, nochmal zu validieren, nochmal dich als Kunde zu authentifizieren. Die Tage auch bei PayPal, auch bei Amazon sind vorbei, wo ich sehr einfach und sehr convenient eine Zahlung initiieren konnte, weil eben der Regulator auch dort wesentlich schärfer durchgegriffen hat, als er das in der Vergangenheit gemacht hat. Also
die Kreditkarten, die Logiken, dieses 3D Secure Sicherheitselement, was die Kreditkarten schon lange im E-Commerce anbieten, ist heutzutage noch viel stärker, muss noch viel stärker umgesetzt werden. Und was man vom Markt hört, ist, dass das natürlich diesen super easy One-Click-Checkout-Gedanken, den Amazon hat, sehr stark zerstört. Das heißt, aus einer Amazon-Sicht, jetzt gehöre ich nicht zu Amazon und kann nur von dem reden, was ich am Markt höre, aus einer Amazon-Sicht ist die Kreditkarte gerade eher kein Enabler dafür, sondern eher eine Blockade, weil ich in die Gefahr reinlaufe, dass der Kunde nochmal eine 3D Secure extra Authentifizierung machen muss, um die Zahlung freizugeben. Umgekehrt bei PayPal, wie gesagt, wenn ich mal mit PayPal zahle, kriege ich das relativ häufig mit, wahrscheinlich weil ich nur so selten damit zahle, dass ich mein Device, von dem ich jetzt zahle, nochmal authentifizieren muss. Auch das sind Sicherheitsvorgaben, die der Regulator macht. Das ist nicht PayPal, die das mal unbedingt machen wollen, sondern das ist der Regulator, der das vorgibt. Und da ist es, bin ich bei dir, da waren die Banken, die gerade die Deutsche Banken vielleicht in vorauseilendem Gehorsam oder aus der alten Regulatorik kommen, zu sagen, nein, wir müssen das umsetzen, wir sind da compliant, wir sind unter besonderer Beobachtung, während ja, Fintechs oder US-amerikanische Anbieter eher gesagt haben, so what? Sollen sie mal kommen, also ich sage das jetzt so lax, ich bin natürlich nicht da involviert, aber auch die mussten jetzt nachziehen. Und wenn ich jetzt im Umkehrschluss mir mal eine Giropay anschaue, also das neue Giropay, diese Konsolidierung von Giropay Alt, im alten Giropay-Verfahren und der PayDirect, wenn ich mir da anschaue, da ist es so, dass ich dort mit einem Klick nach wie vor noch bezahlen kann, weil es ein kontengebundenes Verfahren ist und weil es durch die Authentifizierung der Kunden am Girokonto passiert. Und durch die Bank passiert, brauche ich dort keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie ich es bei der Kreditkarte brauche oder bei der PayPal jetzt brauche. Das heißt, da habe ich jetzt sogar einen Vorsprung. Das Einzige ist, dass natürlich die letzten, ich sage mal, 10 Jahre oder 15 Jahre, die PayPal schon sehr erfolgreich im Markt aktiv ist und Amazon, die können natürlich jetzt darauf bauen. Also Stand heute würde ich sagen, nö, die Sparkassen oder halt die Payment-Methoden der deutschen Banken, Giropay, sind convenient, sind einfach zu bedienen, marktkonform. Und eher im Gegenteil, PayPal und Amazon mussten jetzt zum Jahresbeginn massive 2021 massiv nachziehen, was die regulatorischen Anforderungen anging. Aber ja, am Ende des Tages bin ich bei dir. Für den Kunden muss es einfach sein, schnell gehen, nicht groß nachdenken und idealerweise in der Händlersphäre mit einem Klick passieren. Habt ihr denn auch schon mal über sowas nachgedacht, wie tatsächlich auch eine Art Wallet oder sowas anzubieten, um das dann halt wieder transparenter und convenient zu machen, sozusagen, dass es nachher auch wieder egal ist, es ist doch irgendwie per Passwort oder so mit möglichst wenig über mein Device. Also ich habe ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Zahlungen über Mobile Devices passieren. Ich meine, es ist relativ einfach zu erkennen, das ist dieses Device, ich kann da was mitmachen, weil Giropay ist meines Wissens ja noch nicht so stark im Markt vertreten wie die anderen Payment-Methoden, oder? Zwei Fragen in einer. Also Stellung von Giropay im Markt, da gibt es ja auch immer wieder Statistiken zu. Ja, da ist definitiv noch viel Luft nach oben. Gerade wenn ich vorher gesagt habe, wir haben im Privatkundenanteil, wenn es um Girokarten oder Konten geht, haben wir einen hohen zweistelligen Anteil. Da ist das kann nicht natürlich das Niveau sein, was die Sparkassen oder was die Banken in Gänze zufriedenstellt. Das Haken hinter. Da wo wir jetzt allerdings unterwegs sind, und da bin ich dabei, das ist, wenn man so will, die Wallet der Wallet ist ein weitläufiger Begriff, aber das ist die Wallet der deutschen Kreditwirtschaft, also auch der Sparkassen, weil wir haben jetzt schon durch die Konsolidierung von Giropay Alt, also ich kann mit Online-Banking-Credentials, mit meinem Online-Banking-Zugang zahlen. Ich kann mit PayDirect Username-Passwort bezahlen und ich kann zukünftig auch das ist ja schon announced worden, kann zukünftig auch die Girocard als Authentifizierungsmethode in Giropay nutzen, also meine Girocard dort hinterlegen mit der Girocard zahlen. Dadurch habe ich einen Wallet-ähnlichen, aus Kundensicht eine Wallet-ähnliche Funktionalität, kann auch sogar entscheiden, wie ich bezahlen möchte. Username-Passwort versus Karte versus Online-Banking-Credentials, sodass wir unsere Überlegung ist, wir können den Kunden da abholen, wo er ist, nämlich was er möchte. Also auch was wir auf dem E-Commerce kennen, möchte ich eine Gastbestellung machen, möchte ich mir ein Kundenkonto anlegen, das können wir dem Kunden damit ermöglichen und können es direkt über sein Girokonto am Ende des Tages direkt live bezahlen, sodass der Kunde sofort sieht, was passiert ist und der Händler sofort sein Geld garantiert hat, auch mit der Zahlungsgarantie. Aber ja, ich bin bei dir, da ist viel Luft in der Marktverbreitung nach oben, da müssen wir in der Vermarktung, in der Präsenz beim Kunden, müssen wir noch 2, 3 Schippen drauflegen. Wie siehst du denn diese Problematik, dass wir sind ja,
Mobile Payment, glaube ich, ist das, was ja gerade auch durch die Pandemie getrieben ganz stark durch die Decke geht, besonders getrieben durch Apple Pay oder Google Pay an dieser Stelle. Wie habt ihr denn da überhaupt eine Chance, sozusagen auch an dieser Stelle wieder Fuß zu fassen, wenn alle mit ihrem Smartphone zwar ihre Kreditkarte sozusagen einbinden können, aber doch am Ende des Tages sozusagen die Schnittstelle zum Kunden hier nachher von Google oder Apple geowned wird und auch hier und ist eine Frage der Zeit ist, wie es jetzt auch immer mehr verstärkt passiert bei Amazon, dass Amazon halt seine eigene Kreditkarte ohne großartige Prüfungen tatsächlich erstmal jedem zur Verfügung stellt am Ende des Tages, weil sie durch Waren und so weiter ja auch eine größere Macht da ausüben können. Unterlaufen sie ja auch sozusagen nochmal viele andere Regulatorien, ne? Weil sozusagen als Händler und als Bank sozusagen treten sie dann ja auf, ne? Wenn man Amazon Prime-Kunde ist und dann diese Amazon Prime-Kreditkarte wieder nutzt, werden weniger heute zumindest noch weniger Prüfungen finden statt, als wenn ich meine, ich habe auch eine Sparkassenkreditkarte, wenn ich die zücke, dann muss ich immer mal wieder meine 3D Secure und hier nochmal was öffnen, das muss ich halt nicht tun, wenn ich bei der Amazon-Karte bin. Konditionen sind beide gleich gut. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, wann der Kunde dann sagt, naja, dann kann ich auch nach Amazon gehen sozusagen. Und da kriege ich noch 3 Punkte extra, die kriege ich direkt gut geschrieben. Das ist integriert sozusagen. Und das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis Apple und Google da nachziehen, oder? Und wo bleibt dann die Sparkasse sozusagen? Genau, also genau, auch wieder mehrere Fragen in einer. Also ob Apple und Google da nachziehen, komme ich gleich drauf, damit hat es ja geendet. Also grundsätzlich ist ja so, die Sparkassen, wir kooperieren schon mit Apple in Apple Pay. Wir sind ja die einzige Bankengruppe in Deutschland, die auch die Girocard-Zahlung in Apple Pay ermöglichen. Und das ist ja etwas, was wir gesehen haben, ein bisschen konnte man darüber auch lesen, Apple und die Banken sind immer sehr bedeckt, wenn es um Zahlen geht. Aber man konnte ja lesen, dass das wirklich durch die Decke geschlagen ist und da auch die Girocard nochmal ein Booster war in Apple Pay. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir sehen, das funktioniert sehr gut. Das Modell von Apple, das Geschäftsmodell von Apple, wie es da ist, funktioniert auch sehr gut mit den Sparkassen. Das heißt, die Kundendaten bleiben nicht angetastet. Das bleiben die Daten der Sparkassen und der Kunden, nicht der Händler oder von Apple. Und das sind, glaube ich, die Parameter für die Kooperation sehr gut. Da fühlen wir uns daheim, weil auch, du sagtest, wo bleiben die Sparkassen da? Die Sparkassen finden statt. Die Sparkassen haben nach wie vor den Kundenkontakt, auch wenn im Moment der Zahlung natürlich Apple Pay die Schnittstelle bietet. Aber da haben wir keine Probleme. Google haben wir bislang nicht implementiert, aus diversen Gründen. Sicherlich auch, weil es, wie bekannt ist, das Google-Geschäftsmodell auf der Vermarktung von Daten beruht. Und auch hier landesläufig bekannt ist, dass bei Google Pay Google einen erheblichen Zugriff auf die Daten bekommt und das nicht unbedingt in jedermanns Interesse ist. Ob wir vielleicht nochmal Google Pay implementieren, würde ich einfach mal offen lassen. Aktuell haben wir bislang noch keinen Grund gesehen, sondern haben eher im Android-Umfeld unsere eigene Mobile Wallet mit mobiles Bezahlen gestartet, die auch recht erfolgreich ist im Markt. Auch dort haben wir schon 7-stellige Nutzerzahlen und sind mit einem echten Wallet-Konzept auch am Markt, sodass es nicht nur eine digitalisierte Karte oder die digitalisierten Karten des Sparkassenkunden sind, sondern wir haben jetzt beispielsweise auch das Thema Buy Now Pay Later am POS gestartet in der Wallet und werden noch weitere Services bringen, sodass unser Ziel ist, dass wir mit der mobiles Bezahlen-App die physische Geldbörse eigentlich komplett ersetzen können, weil alles, was in der physischen Geldbörse ist, wollen wir die Wallet reinpacken. Und da schauen wir mal, wie sich auch unsere Kooperation mit Apple weiterentwickelt, aber eigentlich wollen wir nicht bei Android stehen bleiben, sondern das auch auf iOS machen. Von daher fühlen wir uns da gut aufgestellt. Ja, du hast recht, das Thema Amazon und wie Amazon den Markt bearbeitet, die schrecken auf gut Deutsch von nichts zurück, versuchen die Wertschöpfungskette zu maximalisieren, wobei man fairerweise sagen muss, auch die Amazon-Kreditkarte in Deutschland wird ja bislang, die geben sie nicht selber raus. Also da ist es so, da steht zwar Amazon drauf, aber herausgegeben wird sie ja von einer anderen Bank, die ja dem Sparkassensektor zuzuordnen ist. Von daher haben die sich ja schon mal einen sehr guten Partner gesucht. Von daher, wenn Leute hören, die da auf einer Suche nach einem Partner sind, um eine co-branded Kreditkarte rauszugeben, gerne mich ansprechen. Ich kann da vermitteln. Also will sagen, ja, bei Amazon sage ich, glaube ich, die DNA von Amazon ist ja wirklich überall bekannt, das wirklich zu maximalisieren.
Und Amazon hat eben den riesen Vorteil, sie haben schon eine Banklizenz in Luxemburg, sie haben schon Financial Services aufgebaut, da liegt es nahe. Bei Google und bei Apple, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie diesen konsequenten Schritt auch weitergehen, weil das ziemlich weit weg von ihrem bisherigen Geschäftsmodell ist. Die Regulatorik, die Auflagen, denen sie dann unterliegen würden, wären andere als in ihrem Kerngeschäft. Und deswegen bin ich da ehrlich gesagt indifferent, beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher, in das Geschäft werden sie nicht einsteigen, sondern wie auch in den USA mit Partnern arbeiten, mit ausgesuchten Partnern, beziehungsweise oder wie Google, so offene Produkte zu bauen, so, wo sie dann durch den Zugang zu den Kundendaten eine Markttransparenz herstellen können und dann wieder an den Bestzahlendsten vermarkteln können. Lass mich jetzt mal kurz zu einem Lob kommen, bevor ich noch eine etwas andere Ansicht nochmal teilen möchte. Und zwar Lob ist erstmal, ich bin selber Sparkassenkunde, ich bin aber auch Kunde bei, um gleich noch mehrere zu nennen, ich bin auch Kunde bei Finom. Das sozusagen, da habe ich ein Geschäftskonto, weil es für eine kleine, schnell zu gründende Firma einfacher war wie bei all den anderen Banken sozusagen. Ich habe ein Quartal-Consors-Konto, ich habe verschiedenste andere Banking-Apps sozusagen drauf und ich finde tatsächlich die Banking-App der Sparkasse vorbildlich, was das Einfachheit geht und die Zuverlässigkeit auch auf einem Apple-Gerät. Also ich nutze es mit einem Apple-Gerät, sich dort einzuloggen, dass es auch wirklich im Gegensatz zu anderen Apps sehr einfach funktioniert mit Face ID und da wirklich, für mich ist das convenient. Ich habe hat auch den Nachteil, ich habe schon wieder vergessen, wie meine PIN ist. Das ist so ein bisschen eher schwierig, ne? Also der Webauftritt von der Sparkasse, ich weiß nicht, wie ich reinkommen soll mehr, ne? Also weil ich schon wieder die Daten vergessen habe. Ich habe ja meine App, das reicht mir. Von daher erstmal da herzlichen Glückwunsch. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, du hast es gerade Apple Pay angesprochen, wie convenient ist es, das wirklich einzurichten? Und ich würde mal behaupten, dass ich, ne, ich bin in der Branche jetzt schon viele Jahre tätig, eigentlich nicht so blöd bin und eigentlich auch einen guten Draht zu meiner Filialleiterin habe. Ich selber kriege aber, ich darf das mal kurz in die Kamera halten, Apple Pay nicht installiert, weil hier steht drauf, Kreditinstitut kontaktieren, da klicke ich dann drauf. Da habe ich meine nette Ansprechpartnerin, die auch immer wieder sehr hilfsbereit ist, aber ich kriege jetzt seit einem Jahr Apple Pay nicht für mich freigeschaltet. Ist das ein Standardproblem? Denn ich habe noch so ein, zwei Kollegen, die tatsächlich auch sagen, ja, das ist, wir hätten das gern und theoretisch funktioniert das auch. Und ich kenne auch Menschen, bei denen es funktioniert, aber ich kenne auch leider sehr viele, die sagen, irgendwie ist das noch nicht ein Prozess, der wirklich digital ist. Also Also ich weiß, du ehrlich kannst keinen gesagt, Support machen, ne? Aber ich habe mal so Feedback, das ärgert mich gerade, ja. ich selber mache dir nicht den Support, aber ich gebe es gerne an unseren Support weiter, weil der sich darum gerne kümmert. Also da bist du im Zweifel, das ist ja oder nee, andersrum, das ist die Herausforderung natürlich in so einer großen Organisation wie der Sparkassenfinanzgruppe. Wir haben roundabout 370 Institute. Und irgendwie 13.000 Outlets, also inklusive Geldautomaten. Deswegen ist die S-Payment so das Kompetenzzentrum Payment in der Sparkassenfinanzgruppe, weil es der einzelne Berater, die einzelne Beraterin vor Ort gar nicht in der Form mehr leisten kann, das, was dort gefragt ist, in der Geschwindigkeit, in der Tiefe und der Breite der ganzen Themen. Also von daher, also im Nachgang zu einem Interview, lass uns das gerne nochmal aufnehmen, da helfen wir gerne. Versprochen. Aber das soll natürlich nicht so sein. Nein, also das ist nicht der Standard, sondern ganz im Gegenteil. Der Standard ist, dass das sehr gut funktioniert, auch voll digital. Du gehst in deine Filiale oder in die S-App, du installierst von dort die Provisionierung der Karte und das war's. Und dann ist die in Apple Pay drin. Und wir sind sogar, wir werden des Öfteren von Apple auch gelobt dafür. Auch da gibt es ja schon Zeitungsartikel drüber zu lesen. Da wird nicht ohne Grund die Sparkasse immer erwähnt und auch die vielen Nutzer von Apple Pay. Wir sind wirklich einer der performantesten Partner für Apple in Apple Pay und das auch nicht nur in Deutschland. Also von daher, nein, das ist nicht der Normalfall und das ist, wenn es gerade in deinem Umfeld eine Häufung gibt, dann ist das A tragisch und B. Müssen wir uns das echt nochmal angucken. Vielleicht hat es auch was mit der Implementierung bei der Sparkasse zu tun. Das würde ich mir echt gerne nochmal näher angucken. Ich bin nicht, wenn das jemand vermuten würde, bei der Sparkasse hier vor Ort, wenn jetzt jemand googeln will, wo ich wohne, ich bin bei einer anderen Sparkasse, wo ich früher mal gewohnt habe. Nicht, dass es jetzt heißt hier, oh, da, er wohnt in Coesfeld, die Coesfelder Sparkasse Westmünsterland ist nicht für mich zuständig. So, das einfach mal klargestellt zu haben. Okay, danke. Ja. Kommen wir auch schon fast zum Ende. Ich würde dir gerne was mitgeben wollen, so aus der Erfahrung. Wir haben ja sehr viel mit Payment zu tun, ne? Ich bin ja auch gleichzeitig noch in der Geschäftsführung bei Netformic. Wir sind eine Agentur, die sehr viele Internetshops einfach betreibt und wo auch sehr viel Geld im Umlauf ist und passiert bei den Kunden, die wir betreuen. Da ist
da fallen die Banken tatsächlich für mich unverständlicherweise ein bisschen sozusagen unter den Tisch. Das heißt also auch Giropay. Wenn wir heute die Kunden fragen, dann ist es so, dass hier eine Sofort, ne, sagen als kleiner Tochter oder Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es kleiner sogar ist, selber nochmal eher wird das genommen anstatt einer einfachen Lastschrift, was ich als Lastschrift eigentlich viel mehr convenient finden würde, wie Sofort jetzt. Und das ist irgendwie, ne, schwieriger Name, finde ich alles kompliziert. Kreditkarten werden dann eher über sowas wie Klarna abgerechnet oder über PayPal, was auch unattraktive Konditionen tatsächlich hinter sich zieht. Wieso schafft oder ihr findet da noch nicht statt? Du hast gerade ja schon gesagt, ihr könntet da noch mehr machen. Und das würde ich mir von euch wünschen. Das heißt also mehr Marketing, mehr Unterstützung, gerade auch am Markt und vielleicht auch mehr Partnerschaften zu Unternehmen, wie wir das sind oder anderen Multiplikatoren an der Stelle. Weil ich bin ein Freund der Digitalisierung und ich glaube, dass sehr viel passiert. Aber ich möchte das nicht alles den ausländischen Banken überlassen, denn ich glaube, dass das ein unfairer Wettbewerb ist und ich bei allem für und wieder für, ob jetzt eher eine europäische oder international agierende Bank, ich glaube, da haben wir doch eine sehr sichere Basis, eine solide Basis in Deutschland. Da würde ich mir wünschen, dass ihr da mehr machen würdet. Ja, danke, Dietmar. Challenge accepted. Nehme ich direkt so mit. Das ist auch eine der Hauptaufgaben, die wir haben an der Stelle. Ich glaube, das Thema Firmenkunden wurde im Payment wurde nicht nur von uns, viele Jahre von der Industrie allgemein so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir haben zum Glück als einer der wenigen das Thema nie abgestoßen oder nie in Gänze verkauft, sondern unser Joint Venture mit der PayOne ist tatsächlich eins, wo wir als PSP, als Acquirer seit vielen, vielen Jahren am Markt aktiv sind, vorher noch mit der BS Card Service. Aber natürlich tun wir uns, wir kommen im Kern von den POS-Prozessen, da sind wir auch nach wie vor Marktführer mit Abstand in Deutschland mit der PayOne. Mit über 500.000 Terminals draußen im Markt, das ist so die Welt, aus der wir kommen, mit der wir groß geworden sind. Der Switch in den E-Commerce und die voll digitalisierten, den müssen wir alle noch gehen. Und da bin ich bei dir, da sind wir dran. Und deine Motivation finde ich gut, die treibt mich auch, dass man da nochmal so einen gewissen, sag ich mal nochmal auf seinen eigenen Hof schaut, bevor man mal beim Nachbarn hinschaut und was die alles Tolles haben, erstmal schaut, was man vielleicht selber auf seinem eigenen Hof bauen kann. Also von daher vielen Dank, nehme ich gerne so mit. Dann wäre noch mal eine abschließende Frage. Siehst du einen Trend für 2022, 2023, der sich jetzt durch diese doch fortlaufende Pandemie noch mal im Payment noch mal neu etablieren wird oder verstärken wird oder etwas, was zurückgehen wird im Payment-Bereich? Ja, bargeldloses Zahlen wird nicht zurückgehen, wird nicht nachlassen, auch wenn wir die Covid-Situation sich entspannen wird. Das kontaktlose Zahlen wird nicht zurückgehen, das mobile Bezahlen wird sich weiter ausbreiten. Also du glaubst auch, dass die Deutschen alle Umfragen hießen, ja, wir wollen das Bargeld behalten und dass das jetzt sozusagen durch Covid und durch diese neue Situation sich einfach überholt hat. Wenn man heute eine Umfrage machen würde, würden sozusagen mehr Leute bereit sein, tatsächlich auch auf das Bargeld zu verzichten? Das Bargeld wird nicht weggehen, aber ich glaube, die Leute haben jetzt gelernt und da sind wir wieder bei dem Pferdekutschen und dem Auto oder den schnelleren Pferden und dem Auto. Die Leute können sich teilweise nicht vorstellen, das ist nicht böse, einen Vorteil an der Kasse zu stehen, einfach nur das Handy zu ziehen, rüberzuziehen, Handy entsperren, rüberziehen, fertig. Das muss man mal zweimal gemacht haben, um dann zu sagen, hey, das funktioniert ja wirklich, ich habe gar keinen Nachteil. Und ich habe danach eben, mich hat keiner um 2,50 Euro behumst oder ich verliere den Überblick über meine Finanzen. Nein, das ist alles nicht der Fall. Und das haben jetzt so viele Leute über so lange Zeit gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass sie sagen, das Bargeld muss weg. Aber sie werden sagen, dieses Nutzen der mobilen Bezahlmethoden, der Karte, des kontaktlosen Bezahlens ist einfach etabliert. Das geht nicht mehr weg. Da bin ich ganz von überzeugt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Erik, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit am späten Nachmittag noch und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder sprechen, dann über die ganzen Neuerungen im Bereich der Zahlung und dem wachsenden Zuspruch sozusagen auch für Giropay unterhalten können. Vielen Dank. Sehr gerne. Dietmar, ich danke dir und schönen Gruß nach Coesfeld. Danke. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren.
Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.